letzten Abendzüge. Moin erstmal. Ich muss jetzt hier noch im Einblech reinschmeißen. Und zwar da, wo die Fußpedale und Gaspedale, ne? Ja. Sitzt da. Aber wir könnten auch hier für Feuerstein spielen, ne? So, holen wir Füße durch. Und dann das Ganze damit laufen. So, weißt du wohl, ne? Ich muss ein bisschen größer. Und dann mit Bremsen, mit Hacke. Richtig reindrücken. Da kannst du nicht so einen Ausschnitt von Feuerstein, wie er das macht. Und dann, pssst, und dann qualmt das hier unten durch. Nee, wir müssen das jetzt eben ausschneiden. Wie ihr seht, ist Torben nur da, aber Torben ist ein guter Anpacker. So, Torben, Zollstock, ja. Jetzt schneiden wir das im 1 raus und dann schmeißen wir das rein. Zeichnest du das bitte an? Hä? Wie soll ich das denn anzeigen? Du willst doch was ausschneiden. Ja, aber ich muss ja nur messen und dann kann ich anzeigen. Ich kann... Du hast doch ausschneiden gesagt. Oder wo willst du was ausschneiden? Nee, das ist doch schon ausgeschnitten. Das soll ausgeschnitten sein. Der hat Timo. Krumm und schief. Der hat Timo gemacht. Muss das nicht gerade sein? Willst du jetzt so ein Blech da reinbauen? Ja, ich hätte das auch rausgenommen. Ja, willst du jetzt so ein Blech da reinbauen, als ob das aussieht nee. wie ein ja, Marschmensch? Ja, hör auf zu Marschmensch, Mensch. Das ist gut. Nee, ich schneide das auch raus. Bis hierhin und das gerade ab. Ja, das meine ich nämlich. Und dann machen wir dann ein komplettes neues Blech. Ja, das meinte ich ja. Ja, und warum regst du mich jetzt so auf? Komm, so, hier muss was passieren. Wie geht das mit dem Plasmabrenner? Ich kenne das nicht. Hab das noch nie gemacht. Ich wollte das wohl mit Plasmabrenner ausbrennen. Das ist schneller. Ja. Haben wir eine dunkle Brille hier? Wieso eine dunkle? Das sind helle Funken. Da kannst du die Augen mit verbrennen. Da ist ein dunkler Helm. Ich brauche eine dunkle Brille. Was hast du so? Ja, wo? In die Werkzeugkiste. Ja, aber das ist ja eine Schweißbrille. Ja, ist doch dunkel, oder nicht? Ja, aber ja. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, ich auch nicht. Und wenn das nicht geht, dann nehmen wir eine Flex, ne? Ja. Also das Gerät liegt da schon bei dir. Ja, wo? Da, an deinem rechten Bein. An ist das auch? Nee. Ist der Stecker überhaupt drin? Nö. Oh Leute, da fängt schon wieder ist drin. Der muss nur hinten nicht an den Stecker reinmachen. Die hinterlassen das hier immer, Udo. Ah, Tom. Wer ist der Kümmerer? Ja, bin ich Putzfrau oder was? Da ist doch der halbe Karneval hinten im Auto drin. Hast du das gesehen? Ja. Wo geht das rote Kabel hin? Gott. Das Wandern ist es Müller. Lass los. Das Wandern ist es Müller. Ah! Wie geht denn wieder aus? Der Messer arschen oder was? Ich weiß nicht, wie das geht. Gib mir mal Handschuhe. Ich weiß nicht, wo Handschuhe sind. Ich hab Angst, hatte mir was auf dem Flossen fliegen. Ich hab das noch nie gemacht. Nö. Muss man hier irgendwas einstellen oder? Und das fängt schon wieder gut an. Jetzt hab ich wieder Schnauze voll. Läuft doch. Ja. Nochmal. Gar nicht so einfach. Du musst aber Gas geben, ja. Ja, Gas geben, gib dir Gas. Ich hab das noch nie gemacht, Plasma brennen. Das ist wie Flexen mit dem Strahl. Nee. Doch. Nee. Doch. Ich dachte halt, wenn du eine Unterhose auf dem Arsch hast und reibst. Ja. So, Tom, du machst mir bitte jetzt eine Flex fertig. Ja. Mit Polyfanscheibe. Was? Eine Flex. Ja. Das ist so ein Gerät. Ja. Kannst du einstecken und dann kannst du flexen. Gibt's auch am Akku. Aber wir haben, glaube ich, nur auf einstecken. Willst du jetzt wieder flexen? Das, was ich ausgeschrieben habe, wird auch schön sauber gemacht, bevor wir ein neues Blech reinsetzen. Ah. Darf er nicht so laut sagen, aber Torben ist handwerklich noch unbegabter wie ich. Also der kümmert sich um alles, aber handwerklich kann er nichts. Oh, vorhin hat er gesagt, das hat er gelernt. Was hast du gelernt? Früher, das ist schon lange her. Ich hab mal Elektrotechniker gelernt, bevor ich Musik gemacht habe. Soll ich jetzt mit einer glatten Scheibe, soll ich mein Popo streicheln? Wo sind denn die Scheiben? Ja, du hast doch, bist doch der Kümmerer. Du ja, weißt, was weiß ich, wo die hier alles hinschmeißt, das habe ich euch schon mal gesagt. Da musst du mal. Guck mal, ich kann die sogar lose machen. Ja, du hast Elektrotechniker gelernt. Also kannst du auch so automäßig machen? Nee. Warum nicht? Ja, das ist ja ein ganz anderer Lehrberuf. Hallo! Langt die? Oh. Langt die?
Das habe ich dir gesagt. Was? Was ist das? Eine Fleckscheibe. Das ist aber eine Trennscheibe. Ja, was willst du denn haben? Eine Polyfanscheibe, wo ich die Kanten mit sauber machen kann. Das ist doch da. Die ist aber hier glatt. Also eine neue. Ja, und wenn du da guckst, dann liegt doch was. Ist auch glatt. Ja, dann suchst du jetzt sowas. Ja, haben wir nicht mehr. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, wo du die das ist. Du bist der Kümmerer, ja. Das muss hier sein. Fein. Oh. Udo! Udo! Oh, willst du mich jetzt verarschen? Möchtest du eine feine oder eine glatte haben? Das Ding ist Polyfan. Das ist was zum Polieren und dann. Ja. Ja, also Polyfan, Polieren. Zeig mal, wie welche? Glatt ist. Die. Wir haben nur noch altes Material. Ja, ich weiß das nicht, wo die Rügel liegt. So, Tom, wenn ich jetzt eine finde, ne? Ja. Ja, wo sind die? Ja, die ist doch noch gut hier. Torben, das ist gar nichts. Was hast du da jetzt drauf? Zeig mal, die da drauf war. Die ist nicht mehr gut, da kannst du nichts. Das ist doch glatt. Pack doch rüber, dann weißt du, wie glatt die ist. Ist rau. Ja, die ist rau. Du bist gleich rau. Wenn du das Arsch findest. Ja, wir wollten es, ne? Unser Kameramann sucht das und findet das. Und was, ja, jetzt mach mal. Sieht doch genauso aus wie die andere. Ja, ja, nee, komm mal her. Ja, die ist gröber als das. Ja, ja. Feine. Nee, das ist keine Feine, die ist abgeschliffen, ist die. Warum liegt die nicht hier? Ja, weil du nichts. Ja, weiß ich auch nicht. Hier, du kannst jetzt schon mal dabei gehen. Das muss auch alles sauber gemacht werden. Mit Stahlbürste und das. Die kannst du dir auf den Tisch legen. Weil wir brauchen nie mit zwei Mann da. Dann können wir auch arbeitsaufteilen. Ich wollte dir aber helfen. Ich wollte, Brenne, jetzt, ich nee. Wollte jetzt. Du fängst schwimmen. Mit, holst dir gleich eben eine Stahlbürste, die liegt da, und fängst an, das ein bisschen sauber machen. Das muss nachher so, wie das da hinten auch liegt, dann kann Christopher, wenn er kommt, das wieder einspülen. Okay, Chef. Mit dem kleinen Ding? Ja. Ist das irgendwie Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Nee, das ist keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das ist wirklich so. Das kann doch nicht angehen, Udo. Eigentlich gar nichts. Weil alles ausgestellt ist. Das Schönste ist ja, wir wissen das ja alle, das hat er mir selber schon bestätigt. So arbeitsmäßig ist das nichts für Torben. Das hat er, jetzt sagt er auch beim Sportplatz immer. Wenn er so handwerklich mit anpacken muss, das ist nichts für ihn. Er sagt, ich besorge euch alles. Aber kommt mir nicht mit arbeiten. Ja? Ja, ja. Alter Schmiede, was alles rauskommt, ne? Mhm. So. Wieso, was willst du denn mit? Ja, damit es schneller geht. Tom, bei sowas musst du Geduld haben. Ja. Bitte, tu mir den Gefallen. Akku ist leer. Ja, wo ist der Akkuladegerät? Das wissen wir nicht. In einem Koffer müsste der sein. Ja, ist leer, der Koffer. Ja, steht er doch. Der grüne ist er doch. Nee. Nee? Der blaue da hinten. Ja, und da ist er nicht drin? Nee. Das ist ein ganz hochmodernes Werkstattunternehmen. Ja. Da hat alles seinen Platz. Ja. Ach so, eine Frage, ne? Ja. Wie weit war denn das überhaupt ab? War das nur sauber gemacht, ja, oder war das komplett silber? Nee, das muss komplett sauber gemacht werden. Ja, du hast den Akku ja nicht, ne? Nee. Normal müsstest du hier mit rein, das muss alles sauber. Dann musst du das denn alles ab? Nee. Das kannst du ruhig dran machen. Kannst das, was du hier runter gemacht hast, alles wieder dran machen. Natürlich musst du das. Oh nein, das alles komplett schleifen, oder wie? Ja, das muss komplett sauber. So wie hier? Ja. So hat Chris mir das gesagt. So. Bitte sauber machen, ja. Das muss also quasi, ja, silber werden. Du musst bloß aufpassen auf deine Finger, sonst musst du die auch noch sauber machen. Ja, ja. Ich bin ja auch kein Fachmann. Ach so. Wir schrubben ja hier noch übermorgen. Was? Ja, ich schrubb hier noch übermorgen. Ja, dann ist jetzt halt so. Vom neuen Akkuschrauber das Ladegerät findest du hier in dieser Ordnung nicht wieder. Das spüren echt gut. Kleines. Das machst du den richtig sauber. Oh nee. Ui, habe ich gesagt. Du hast oh nee gesagt. Nee, ui, habe ich gesagt. Dann habe ich mich verhört. Ja, hör mich nicht drauf. Top, ihr habt das doch weggelegt. Ich nicht. Ja, aber ihn, guck doch mal, wo ein Stecker ist. Vielleicht liegt das da. Ja. Ja, ja. Hab ich doch schon. Jetzt habe ich wieder ganz Zeit vergessen. Danke, Top. Bitte. 21 Länge, 12 Breite. 12. Udo! Ja! Die schwarzen Brille haben, die habe ich gefunden anstatt Ladegerät. Torben, such das Ladegerät. Okay. Das Lustige ist ja, es haben ja Leute damit sauber gemacht. Und der war, ist ja leer gegangen. Warum wird das nicht, wo die letzte Aktion war, gleich ein Ladegerät geschlossen? Ja. Also heißt das vielleicht, die haben auch kein Ladegerät? Das
Das kannst du haben, du. Ja. Das ist mal die Schere. Das ist halt ja, du kommst ja nur so ein Stück rein, nicht? Das ist ja nichts für mich, nicht? Weiß jetzt ja der Zuschauer schreiben, ja. Wann nimmt er da keine Trennscheibe für? Ich hatte keinen Bock, da umzubauen. War das keine Trennscheibe? Nein. Fusch am Bau. Hä? Ich hab verkehrt gemessen. Kann ja passieren. Kann da ja ein kleines Blech dran schmeißen, das ist ja nicht das Problem. Hast du dich vermessen? Nee. Natürlich habe ich mich vermessen! Das war so klar. Kann das nicht so bleiben als Luftloch? Nee. Können wir da nicht Silikon reinschmieren? Nee. Ich mach den eben fest, ja. Und dann tun wir einfach ein kleines Blech noch drüber legen. Ja, das ist ja genug Bleche drauf, ne? Ja. So, der Turm, da hinten liegt so ein rundes Hämmerchen. Ja. Das habe ich so ein bisschen von Christoph gelernt. Siehst du das? Jetzt hat er die Form so ein bisschen. Nee, ich messe mal selber aus. Nee, du sitzt doch da gerade. Ja, ich vermesse mich doch immer. Nein, ich vermisse dich nicht. Ja. Nein. Und das sieht immer so peinlich aus. Ja, ich schneide doch, dann kriege ich die Schuld. Nein. Hast du auch 25. 25 mal? Ja, hier. Höchste Punkt ist 23,5. 25 mal 23,5. Ja. Alles klar, Chef. So, jetzt das andere Black schön da drüber. So? Ja. Das ist eigentlich echt eine doofe Frage, ne? Ja. Warum passt das nicht? Wenn man eine Flex-Scheibe tauscht und das ist ein E-Gerät, bitte immer Stecker rausziehen. Das ist ganz wichtig. Und wenn du fragst, warum, da haben andere sich schon die Finger mit kaputt gemacht. Nächstes Mal Scheibe bitte. Oder Dings vernünftig ummachen. Bitte. Danke. Gibt's nicht, ne? Kannst nicht erfinden, aber Torben lernt dir zu. Ich mache auch Fehler in meinem Leben. Du musst in den Sicherheitsschiff, der bei dem Block ist, nach links ziehen, nach rechts ziehen. Torben! Ah, okay. Seid ihr sicher, dass ich das machen soll? Was? Du hast den Plastik hochgehalten, du Dumme! Udo, kann sein, dass das ein bisschen schief geworden ist. Mann, ich kann auch nicht auch schief. Okay. Und dir ist nichts passiert. Die Hose ist noch eine. Der ist ein bisschen angeschmort, glaube ich. Fühlt sich so an. Warum hast du eigentlich keinen Anzug? Ja, weil. Weil so geplant war, dass ich tatkräftig mit anfassen muss. Ja. Da muss da wohl mal einer bestellt werden. Satan, Mann. Den müssen wir jetzt auch noch schneiden. Den kriegen wir so gar nicht rein. Guck mal. Jetzt zeige ich mir das an. Ich flex das ab. Nee. Siehst du das? Die kriege ich so gar nicht rein. So drauf. Oh, dann, ich habe die Mitte vergessen. Oh, nee. Wenn ich den jetzt da anhefte, kann ich den wohl runterhauen? Stimmt. Du sagst jedes Mal bestimmt und wenn es nicht funktioniert, dann lachst du dir wieder. Ja, ich hau. Kriege ich die Schuld. So, komm, ich versuche es mal. Setz jetzt den 1, 2, Heftstellen in der Ecke und dann hau ich den auch vor. Und alles, was überbleibt, das schneiden wir raus. Vom Plasmaschneider. Nee, dann schneidest du den untere Platte auch hier kaputt. Ach so. Didi. Ja, sag mal, was ist hier in der Werkstatt los? Jo? Ja, wo ist das Akkuschrauber-Ladegerät und der zweite Akku? Wir finden hier nichts wieder. Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, ihr habt doch hier gearbeitet. Ja, aber doch mit dem Akkuschrauber nicht. Nee, damit habt ihr auch nur die Teile sauber gemacht und habt hier einen leeren Akku da hingestellt. Musst du da vorne mal gucken. Ja, wir haben alles durchsucht. Ihr müsst doch mal die Sachen dahin packen, wo sie hingehören. Ja, da musst du Zabok eben anrufen, der hat damit sauber gemacht. Da musst du mal gucken, ob der das irgendwo liegt. Das weiß ich, kann ich doch von hier nicht sehen. Hat er das Fili Moin, mein Junge? Moin, Udo. Hat er das vielleicht mitgenommen? Nee, das glaube ich ja wohl nicht, ne? Ja, ich glaube es nicht wissen. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das glaube ich aber nicht. Wir haben jede Ecke durchsucht. Der Akkuschrauber steht hier leer mit den Bürsten drin drauf. Ja. Normalerweise muss das da ja liegen. Ich weiß es nicht, aber muss doch. Ja, dann müssen wir mal gucken. Das war's schon. Von unten gucken. Von unten muss das geschnitten werden. Dann siehst du genau den Riss, ne? Ja. Und dann kannst du das schneiden. Aha, okay. Und dann mit das Black hier hinsetzen, das kleine noch. Das passt. Und jetzt habe ich ihn nämlich genau in Schnittmuster. Was ein Gefusche ist das, ne? Wenn du nachgehst, ne? Aber nun, wir haben es uns angetan, wir müssen durchhalten. Wir halten durch bis morgen früh und singen Bums, Waldera. Das sind fast die letzten Schweißarbeiten. Bis auf da hinten noch, ne? Da muss durch. Da muss Schaber kommen mit seinen
Zinkscheiben. Jo, pass auf, der Kümmerer, ich soll dir von Fabok sagen, ne? Wenn du öfter in der Werkstatt wärst, dann wirst du auch, wo das liegen würde. Ja. Der Akkuschrauber, normalerweise liegt der auf dem Tisch, wo die Kaffeemaschine stand. Ja, da gehört er schon mal nicht hin. Da lag er aber. Ja, der Akku ist leer. Das ist ein kompletter Koffer gewesen, den wir geholt haben. Extra mit Ersatzakku und Ladegerät. Steht da sogar auf dem Koffer drauf. Ja, irgendwo im Regal. Eure Ordnung. Das hat jetzt hier auch bald ein Ende. Jetzt herrscht hier anderer Wind. Jetzt wird hier jedes Mal aufgeräumt, jetzt wird hier komplett renoviert, beschriftet. So geht das hier nicht weiter. Ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu reden, wir müssen schweißen. Ja, genau. So, tschüss. Das kann doch nicht angehen, oder was? Ich hau dir so welche vor der Fresse. Also echt. Bumsfalle. Ey, das geht, ich hab. Hast du vernünftig geguckt? Ja. Aber ich guck doch nicht hinter dem Besucherschild. Nee, das ist das nämlich. Ich guck da nicht hinter. So. Didi anrufen. Bitte Didi anrufen. Und dann? Ich möchte mit Didi reden. Okay. Didi. Ja, Torben. Udo will was von dir. Didi. Udo, wo bist du? Ich hab keine 30 Sekunden gebraucht. Alles gefunden, was? Ja. Auf dem Regal, hinterm Schild. Da sagt er, da, ich guck doch nicht hinterm Besucherschild. Ja. Jetzt hab ich's gefunden. Kannst du mal sehen, Udo. Ja. Da? Ja, aber trotzdem gehört das da nicht hin. Nee. Udo, wenn wir die nicht haben. Ja. Dann laden wir das jetzt fürs nächste Mal auf. Ja, Kümmerer, die Katastrophe. Nee, anders, ich kann dir das eben sagen. Es ging darum, Torben sollte die Einzelteile sauber machen für Zabok, dass er die spritzen kann. So, und jetzt war ja Akku leer, jetzt war ja mit Stahlbürstern gegangen, da sagt er, das ist ja zu anstrengend. Und da habe ich gesagt, dann sucht das Akkuladegerät bitte eben. Und dann hat er ganz kurz, ich schätze mal, da ist er durch sein Gedächtnis gegangen. Und wenn ich das Ding finde, dann muss ich ja noch weiterarbeiten. Und das vermute ich mal ganz stark. Nee, ich habe Udo auch ein Blech ausgeschnitten und so und geholfen. Ja, das ist doch. Ja. Schönes Blech im Fußlauf. Ja, so, bis später. Tschüss. Das ist Qualität, Jungs. Ja, Jungs, ey. Was kannst du hier nicht erfinden? Wenn ein Akku leer ist, dann schließt man das an. Dann macht man eine Steckdose ran und dann geht das weiter. Davon rede ich doch die ganze ja. Zeit. Ja. Und warum machst du das nicht? Weil das Ladegerät nicht da war. Nö, wieso hab ich's denn in der Hand? Weil du das gefunden hast. Du ja, natürlich. Ja auch Jäger, du bist ja auch Jäger und Sammler. Das sieht man ja auch bei dir in der Garage auf dem Sportplatz. Dann können wir das ja nächstes Mal vernünftig sauber machen. Wir werden hier bleiben, bis das erste Akku voll ist. Nee. Und dann wirst was? Ich muss gleich los. Wo musst du hin? Zum Sportplatz. Siehst du? Und das war nämlich alles geplant von Torben. Schreib gerne unter oder in die Kommentare. War das geplant von Torben? Das würde mich mal interessieren, was die Zuschauer so denken. Du bist auch ein alter Sherlock Holmes, ne? Nee, aber ich will das gerne rausfinden. Sherlock Holmes. Mhm. Ich Sherlock dir gleich ein. Nee, das kann ich nicht gut haben. Weißt du, jetzt habe ich aktiv gearbeitet. Er hat zwei Bleche ausgeschnitten. Nee, ein Blech. Hat auch noch gut gemacht. Das war jetzt gar keins. Besser nichts, ne? Hier in seinem Geburtstagsgeschenk liegt hier immer noch. 6 Eier. Die gehen bald spazieren, ne? Ja. Es ist schon wieder so spät, ne? Und ich muss schon gleich wieder auf, ne? Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Immer teils. Ich weiß, das ist schwer. Da müssen wir aber durch. Wie gesagt, was wir jetzt gerade besprochen haben, wir drei, das ziehen wir durch. Ja. Und dann mal ein Samstag. Richtig Gas geben mit allem Mann. Einteilung machen, der geht dabei. Wir haben jetzt ja unsere Motoren hier, die müssen sauber gemacht werden. Wir müssen das, Zabor ist dann hier, der kann die Einteilung machen, guckt sich das genau an. Da müssen die Springfelder, oder wie heißen die noch, die Federn, die müssen dann vernünftig sauber gemacht werden, eingesprüht werden. Das ist doch schon. Nee, nicht alle. Da hinten liegen noch welche, die noch nicht gemacht. Du siehst einer, meinst du, das ist das schon? Nee. Nein, das ist nur ein. Ja. So, ich ziehe mich jetzt aus. Wir haben was vergessen, ja. Wir haben noch was vergessen. Und zwar die Krönung aller Krönungen. Der Pfuscher der Woche. Und der Pfuscher oder die Pfuscher. Ich will was. Was willst du jetzt denn? Oh ja. Und die Pfuscher der Woche, das seht ihr auf diesem Link. Stehen jetzt da. Ja, die stehen jetzt da. Hier so. Ja, da so. Ne? Da. Genau da. Da. Da stehen die Pfuscher der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Meldet euch bei dieser E-Mail-Adresse. Und alles Weitere
Steht in der Videobeschreibung. Steht in der Videobeschreibung. Und dieses Mal für die Fuscher der Woche gibt es zu gewinnen 2 Überraschungspakete. Und was müsst ihr dafür tun? Schreibt in die Kommentare. Morgen früh, wenn Gott will. Okay, ist zu lang und zu langweilig. Torben? Du hast echt einen anderen Murmel, ne? Ihr Fuscher. Okay, so machen wir es. Du hast echt einen anderen Murmel, ihr Fuscher. Ja. Das schreiben wir rein in die Kommentare. Fertig. Ihr beiden seid... Tschüss. Oh. Tschüss, Udo. Ja, tschüss.